Geht es dir auch so, lieber Freund? Oder wenn du nicht mein Freund sein willst, ich will deiner trotzdem sein, aber ich werde nicht aufdringlich sein, kann ich gar nicht. Ich mag einfach alle Menschen. Ich mache keine Unterschiede. Ich habe das schon öfter betont, ich mache keinen Unterschied zwischen dem Mörder meiner Freundin, den es gibt, und der dank meiner Aussage vor Gericht nicht als Mörder verurteilt wurde, und dem Vergewaltiger meiner damaligen Freundin, der dank einer langen, intensiven Gesprächsführung mit der Freundin nicht allzu hart bestraft wurde, weil ich sie überzeugen konnte, der kann nichts dafür. Der ist selber Opfer seiner Erziehung. Und deswegen hat er das gemacht. Und deswegen ist es falsch, ihn zu hart zu bestrafen. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte niemanden bestrafen. Man sollte immer versuchen, die Menschen auf den richtigen Weg zurückzubringen. Immer in dem Wissen, irgendjemand hat sie von diesem Weg abgebracht. Das hätten sie nie gewollt. Vor allen Dingen, wenn sie die Folgen erkannt hätten. Pures Gutmenschentum, ganz klar. Die Welt ist anders gestrickt und es würde ja auch nicht genügen, Gefängnisse abzuschaffen. Da muss man viel mehr tun. Aber wer ist schon dazu bereit, viel mehr zu tun? Wie auch immer. Jetzt haben wir ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn ich ohne jedes Konzept, ohne Stichpunkte, ohne alles, das Quatschen anfange und plötzlich gar nicht mehr weiß, was das Thema war. Das ist aber passiert den größten Leuten. Ich habe in den letzten Wochen mindestens 2 Interviews gehört von ganz großen Denkern, unter anderem mein Elvis Presley der Gehirnforschung oder mein Albert Einstein der Gehirnforschung, wenn du magst, oder Sebastian Vettel der Gehirnforschung, obwohl der momentan ja einen Durchhänger hat, habe ich zufällig erfahren. Oder der Muhammad Ali. Such dir einen raus. Also die Nummer 1. Daniel Kahneman, ein Amerikaner, vor 2 Monaten leider verstorben. Meine Nummer 1, wenn es darum geht, mich besser zu verstehen, ganz egoistisch. Benutze ich den erstmal für mich. Was für ein Segen, der für den Rest der Welt ist, das kann man sowieso nicht in Worte fassen, aber das begreift die Welt wohl erst, wenn es zu spät ist. Das ist immer so. Also, und auch der hat in einem Interview nicht einmal, nicht zweimal, sondern mehrfach auf eine Frage versucht, fundiert zu antworten. Fragen, die man ihm stellt, sind nicht mit 2 Sätzen zu beantworten. Da kann man nicht einfach sagen, ja oder nein, weil ich der Meinung bin. Und das macht er auch nicht. Und zwangsläufig ist er regelmäßig vom Thema abgekommen. Aber es zeichnet ihn etwas aus, was die meisten Menschen weniger haben. Absolute Grundehrlichkeit. In dem Moment, wo er das Thema vergessen hatte, hat er gesagt, Entschuldigung bitte, ich fasel hier, ich kann noch 3 Stunden so weiter faseln, aber es ging ja um Ihre Frage und um die Höflichkeit, diese Frage zu beantworten. Wie bitte, liebe Interviewerin, war noch mal die Frage? Ja, und genau diese Frage stelle ich mir jetzt auch, das mache ich einfach meinem Vorbild Kahneman nach. Und frage, was war das Thema? Und wenn ich Glück habe, im nächsten Video fällt es mir wieder ein. Wenn nicht, habe ich halt dann ein neues Thema.
kann man nichts machen.